Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf der Ravenport. So, neue Aufnahmesession, neues Glück. Wir haben immer noch ordentlich zu tun, habe ich eben gerade schon mal kurz abgecheckt. Hier ist überall Unkraut drauf, was wir auf jeden Fall wegmachen sollten. Dann können wir, glaube ich, das Stück jetzt hier auch noch düngen. Müsste soweit sein. Und Feld 1 ist noch bereit zum Ansehen. Müsste auch noch gekalkt werden. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir fahren erstmal mit der Unkrautspritze eben mal los. Wobei ich gar nicht weiß, warum wir die Unkrautspritze hier dran haben. Denn wir können das ja auch locker noch weg. Na Mensch. Wegstriegeln. Jetzt, meine Fresse. Jetzt habe ich aber lange gebraucht, bis mir das Wort wieder eingefallen ist. Guck mal als erstes hier. So, das war wieder die falsche, das falsche Pedal zum Bremsen. Andererseits, ja, ich möchte jetzt hier aber auch auf dem Feld jetzt nicht mehr so lange warten, weil wegen sonst fertig und so und keine Ahnung, ob das Unkraut noch in zweiter Stufe wächst. Daher machen wir es mal lieber weg. So, man sieht natürlich auch wieder mal wunderbar gar nichts. Das ist herrlich. Können wir wieder ordentlich raten, wo wir schon waren und wo nicht. Ja. So. Im Moment sieht man es Gott sei Dank, glaube ich, nicht. Ich habe im Moment Probleme mit meinem neu selbstgebauten Greenscreen, was ich mir hier gebastelt habe. Entweder passt das Grün nicht so richtig gut oder es reflektiert ein bisschen sehr doll. Daher krisselt das ganz schön gewaltig. Ich kann es aber im Moment jetzt leider nicht mehr ändern, weil es, jetzt wo ich aufnehme, ist Sonntag. Hab das ja gestern auf dem Samstag quasi gebaut. Also Folge kommt auch heute ja noch raus. Das passt mal. Hab mich mal wieder dazu entschieden, samstags nichts zu machen an Aufnahmen, sondern lieber rumzubasteln und abends zu streamen. Deswegen muss ich jetzt noch schnell aufnehmen, damit die Folge heute rauskommen kann. Ja, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr ändern, aber man sieht es im Moment auch wirklich gar nicht so doll. Das beruhigt mich ein bisschen. Da muss ich morgen auf jeden Fall nochmal losfahren und mir was Neues einfallen lassen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, was genau. Denn ich hätte das halt mit dem Rollo, finde ich halt eine super Lösung für mich. Da ich das, ja, roll ich auf, hab das an so einem Dreibein mit so einer Quertraverse dran. Sehr handlich und platzsparend eigentlich. Also genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil kann ich nehmen und dann ist es beiseite. Relativ klein beiseite zu stellen. Aber ja, ich habe halt bisher auch keine anderen Rollos, also oder keine anderen Farben für die Rollos gefunden. Die haben alle so ein, ja, was soll das sein? So ein Lemongelb, Lemongrün irgendwie. Und ja, scheint nicht gut zu sein für ein Greenscreen. Vorher hatte ich mir ja so was aus Bastelpappen gebaut gehabt. Die waren anscheinend perfekt, also vom Grünton her und auch von der Reflexion, also die haben nicht so doll reflektiert. Das war perfekt eigentlich. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich eventuell auf das Rollo die Pappen klebe, aber die sind wiederum so dick, dass ich das Rollo dann nicht mehr aufrollen kann. Und außerdem, wenn die Pappe dann einmal da oben in der Rolle war, dann sind die auch gerollt und dann ist das auch alles wieder Mumpe. Ich muss ein bisschen überlegen, was ich da mache. Ich will das auf jeden Fall schnellstmöglich in den Griff bekommen, weil mich das doch gewaltig stört. Aber kein Lösungsansatz im Moment. Eigentlich sehr schade. Ich hatte gehofft, dass das gut funktioniert. Ich hatte auch schon, bin extra gestern nochmal losgefahren und habe mir ein Stück Stoff geholt, was man eventuell da dann auf das Rollo spannen kann an der Stelle. Das ist dann aber, glaube ich, wiederum zu dunkel, das Grün. Und anscheinend sind da auch Fasern drin, die auch sehr stark reflektieren, vermute ich. Oder es liegt halt tatsächlich einfach daran, dass diese Grüntöne nicht passen. Aber ich vermute halt,
dass es beides ist. Es reflektiert dann zu doll das Licht, was man auch, glaube ich, gerade im Moment sehr gut sehen kann. Ich bin, glaube ich, wieder mega ausgeleuchtet, obwohl das Licht eigentlich noch weiter weg ist von mir. Es blendet mich eigentlich auch nicht mehr. Ich bin aber irgendwie schon wieder auch sehr, sehr hell und sehr gut ausgeleuchtet. Ich muss mich da auf jeden Fall nochmal nach den Aufnahmen heute ein bisschen reinlesen, worauf man vielleicht wirklich achten sollte oder was man vielleicht umstellen kann. Vielleicht kann ich an der Kamera noch irgendwas umstellen oder so, dass man vielleicht diese Reflexion rausbekommt oder so. Ja, ich muss mal schauen. Aber es wäre halt äußerst schade, wenn meine Idee nicht so umsetzbar ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wenn es einfach nur an so einem blöden Rollo scheitert. Weil das Ganze, so wie es jetzt quasi hinter mir steht, ein Rollo plus dieses Dreibein, was ich mir aus China bestellt habe, weil ich das so halt gar nicht hier in Deutschland irgendwo angeboten bekommen habe, also nichts gefunden habe. Ist im Grunde ein Stativ wie die meisten anderen auch für Softboxen oder so. Da gab es dann halt aber eine Quertraverse, die man oben drauf schrauben kann. Und sowas gab es hier halt gar nicht. Hier gab es das halt nur mit zwei Stativen, wo man dann eine Stange drauf macht. Das war mir aber wieder einfach viel zu groß. Dann hat man hier immer so ein riesen Ding rumstehen. Mit zwei Traversen, ja, Dreibein-Stativen. Das war dann halt, ja, wenn man das mal wegräumen will, dann muss man es halt immer wieder komplett auseinanderbauen. Das war nicht meine Intuition dahinter. Ja, ich schau mal. Wenn nicht, Rollo wieder zurückbringen und dann baue ich mir irgendwie einen Rahmen, wo ich von diesen Bastelpappen welche drauf tacker. Weil das hat bis jetzt am geilsten funktioniert. Und ich, letzten Endes, es wäre sogar noch günstiger. Also wie gesagt, das Rollo hat jetzt 17 € gekostet, das Stativ 8 €, ich glaube noch 5 € Versandkosten kamen da drauf und das war's dann eigentlich auch schon. Also mehr hat das jetzt nicht gekostet. Die Pappen, da kostet das Stück, glaube ich, 1 €. Würde ich 6 Stück brauchen, sind wir bei 6 €, hätte ich noch mal fast die oder mehr als die Hälfte gespart von dem, was das Rollo kosten würde. Kann es dann aber nicht mehr, ja, mit wegräumen ist dann wieder ein bisschen blöd. Und dann hätte ich es auch letzten Endes gleich so machen können. Also hätte ich gar nicht erst mir das Stativ holen brauchen, hätte ich mir auch selber was bauen können. Ja, irgendwie alles ein bisschen uncool. Sag mal, wird das hier hell, wo ich bin? Tatsache, was passiert mit dem? Trocknet der Boden dadurch etwa irgendwie aus? Es wird doch heller hier, wo ich bin. Das ist ja lustig. Ganze Düngung geht weg dadurch. Okay. Das habe ich jetzt auch das erste Mal beobachtet hier. Hier hätten wir eigentlich auch locker striegeln können. Egal, jetzt spritzen wir das Zeug weg. Wir haben ja erstmal ein bisschen Pestizide auf dem Hof. Machen wir das erstmal so. Dann kommt es auch nicht mehr wieder, glaube ich. Ja, düngen können wir hier anscheinend doch noch nicht. Ist doch noch keine Wachstumsstufe weiter. Aber vielleicht geht es jetzt ja jetzt gleich, weil der Boden wird ja wieder hell. Vielleicht können wir jetzt gleich drüber düngen. Ich werde es auf jeden Fall gleich mal ausprobieren. Das finde ich jetzt gerade sehr interessant, dass der Boden auf jeden Fall wieder hell wird durch das Versprühen von Pestiziden. Wobei, da müsste ich jetzt auch wieder Flächen machen, die ich noch eigentlich gar nicht, wo gar nichts mehr ist. Aber schön ist, man sieht wenigstens mal, wo man war. Hat ja auch was. Ja, ziehen wir mal durch. Machen wir den Boden überall wieder gleich. Ich würde aber interessieren, was passiert denn hier mit dem Boden? Gar nichts eigentlich. Also das bleibt so, wie es ist. Okay. Finde ich gerade beruhigend. Joa.
So, irgendwann die Woche fange ich auch an, endlich auf der Hauptfach aufzunehmen. Ich werde jetzt nochmal Anton fragen, wie es bei ihm aussieht, ob er jetzt in der Woche nochmal Zeit hat. Eventuell nehme ich sonst die ersten Folgen einfach alleine auf, wobei eigentlich, es ist ja eigentlich ein halbwegs gemeinsames Projekt und das jetzt natürlich alleine zu starten, ist auch ein bisschen doof. Und jetzt am Wochenende war halt, ja, Streamzeit und da habe ich keine. Auch halt keine Zeit gehabt zum Aufnehmen jetzt wirklich. Gerade dadurch, dass ich gestern rumgebastelt habe und ewig hin und her fahren und so weiter. Hat das einfach alles nicht gepasst. Aber ich schätze mal, ich krieg den bestimmt dazu, dass wir jetzt mal vielleicht morgen, übermorgen oder so da mal ein bisschen was aufnehmen können und dann, ja. Und wir lassen uns mal überraschen, wer mein Hofpartner wird. Eventuell kann es auch sein, dass ich erstmal alleine starte, dass ich ohne einen Hofpartner unterwegs bin, was natürlich gerade jetzt am Anfang sehr schwer wird, wegen Felder bestellen und Flügen und weiß der Geier, was da nicht alles auf mich zukommt. Aber ich kann ja auch zur Not die Helfer benutzen. Da mache ich in dem Projekt auf jeden Fall keine Hehl draus, sagen wir mal. Also auf der Hauptfach werde ich auch Helfer benutzen, wenn es denn sein muss. Weil. Ist ein großes Projekt und dementsprechend, wenn ich das da alles alleine stemmen will, das wird, glaube ich, zu heftig auch. Dann kommt man nicht wirklich vorwärts. Ja, und sobald ich die ersten Aufnahmen im Kasten habe, kriegt ihr auch, ja, den Hofbau und dann anschließend die ersten Spieleaufnahmen. Wie gesagt, ich will die nur erstmal haben, nicht, dass ich jetzt die Folgen Hofbau hochlade und dann klappt das mit dem restlichen Aufnehmen nicht. Dann haben wir wieder eine Lücke dazwischen. Das will ich vermeiden. Und dementsprechend warte ich jetzt noch einfach darauf, dass das im Kasten ist. Forest ist auch mehr oder weniger schon durchgesprochen. Da starten wir nächste Woche mit der Aufnahme. Da wir da leider, ja, müssen wir uns halt am Wochenende Zeit für freiräumen. Ja, schmeißt doch einfach noch mehr ab. Halt doch mal an jetzt! Meine Güte! Fährt er einfach weiter, obwohl ich voll auf der Bremse stehe. So. Du. Ja. Wie gesagt, machen wir. Oder wird ja auf jeden Fall auch zu zweit gespielt, Forrest. Damit es ein bisschen unterhaltsamer wird. Ich glaube, Forrest allein. The Forrest alleine ist, glaube ich, ziemlich unspektakulär und uncool. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall einen Partner gesucht und. Da macht der Paraderos mit. Und dann nehmen wir uns dann am Wochenende Zeit für, dass wir da aufnehmen können. Will da aber auch erstmal ein bisschen Material schon mal im Vorweg aufnehmen, falls das mal irgendwie ein Wochenende nicht klappt oder so, dass wir dann nicht gleich Ausfälle haben, sondern dass wir immer ein bisschen was auf Reserve haben. Daher müsst ihr euch da noch ein kleines bisschen gedulden mit, bis es dann erscheint. Wieso hat der jetzt aufgehört? Nur weil der Tank leer ist? Wir haben doch noch. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal. Also das gab es im 17er nicht. Tank leer hört er gleich auf. Normalerweise kann man doch. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Egal. Nächstes Mal drauf achten, dann weiß man da auch Bescheid. Ja, eine Unkrautvernichtungsfolge. Dann können wir in der nächsten Folge das Kalk ausbringen und Feld 1 ansehen. Und nochmal düngen. Ja, wobei alles werden wir wahrscheinlich nicht schaffen in einer Folge. Gucken wir mal. Ob wir das alles in eine Folge gequetscht bekommen. Und dann können wir uns, glaube ich, mal wieder eine neue Beschäftigung suchen. Wobei, ich glaube, es stand eigentlich noch sehr viel an. Ich weiß jetzt schon wieder gar nicht mehr was. Wir haben Geld und keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Vielleicht sollte ich dann nochmal danach in die alten Aufnahmen gucken. Ich bleibe wieder so ein Fitzel hier stehen. In die alten Aufnahmen gucken, was ich ursprünglich, irgendwas wollte ich machen.
Ich weiß, dass wir irgendwas vorhatten. Ich weiß nur nicht mehr was. Schafe haben wir. Wir haben jetzt auch, glaube ich, nochmal komplett Soja auf den Feldern. Ich wollte, glaube ich, Pferde oder Kühe holen. Und Soja haben wir jetzt nochmal drauf, um wieder Geld zu machen. Ich meine, wir können ja trotz alledem auf Feld 1 schon mal eine Rutsche Hafer draufklatschen. Was wir dann haben, haben wir. Und wenn wir jetzt dann irgendwie, ja, wenn wir uns jetzt natürlich doch für Kühe entscheiden, ja, egal, dann haben wir halt aber trotzdem schon mal Hafer. Ja, ich glaube, wir wollten Pferde nehmen. Weil wir da deutlich weniger für brauchen. Außer, dass wir noch eine Wiese benötigen. Da müssen wir mal vielleicht gucken. Das werde ich aber offscreen schon mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo eine Ecke finde, wo wir noch was kaufen können. Oder vielleicht ein Feld, wo wir zumindest schon mal drauf hinsparen können, weil wir unbedingt eine Wiese brauchen. Das bisschen Grün, was wir hier haben, das wird nicht reichen. Aber das machen wir, oder besprechen wir gleich mal in der nächsten Folge. Ich gucke da jetzt mal offscreen rein. Machen wir hier Feierabend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch wieder fürs Zuschauen. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Bis morgen und reingehauen.